take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. Flo wieder am Start und ja, heute steht wieder Footies an. Wir haben Footies Gewinner Sané, Bellarabi und wer war der dritte? Lukas. Stand ja zur Auswahl. Sané hat gewonnen. Ein 85er Rating haben wir da jetzt als Gewinnerkarte und wir schauen uns das Ganze mal an. Wir würden uns über neue Abonnenten freuen. Gerne auch ein Like da lassen, wenn ihr euch über das Video freut. Vielleicht schaffen wir sogar 50 Likes auf das Video. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Und ja, lasst gerne einen Kommentar auch da, falls ihr Hilfe braucht. Ich antworte auf jeden Fall sofort. Und hier sehen wir einmal als Hilfe, das ist jetzt der 84er Overall Squad. Wir brauchen nur einen 83er Squad tatsächlich für Sané. Aber das mal so als Hilfe für euch. Stoppt das Video da und dann, das hilft euch vielleicht weiter, wen ihr so dazu kaufen müsst. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier mal an. Wir haben ja hier Ende einer Ära. Xabi Alonso ist dazugekommen und Philipp Lahm. Und hier haben wir halt Footies mit Leroy Sané. 2 Tage verbleiben steht da. Eine richtig geile Karte, wie ich finde. Und die müssen wir uns auf jeden Fall wieder freispielen. Ja, und hier seht ihr mal, wir brauchen hier Teamchemie von 60, 83er Teamrating. Wieder eine Footies nominierte Karte. Hier haben wir einmal direkt dann schon 83er und eine Footies Karte drin mit Bellarabi. 60 Chemie genau erreicht. Ich habe ein paar dazu gekauft, aber auch ein paar aus dem Verein. Also bedenkt bitte, dass ihr das jetzt nicht so nachkaufen könnt, weil ich halt Erstbesitzer mit dabei habe. Also wir sehen hier zum Beispiel Bellarabi Erstbesitzer, dann die beiden Innenverteidiger als Erstbesitzer, Kolarov ebenfalls, Ito Raspe ebenfalls, Berardi auch ein Erstbesitzer, dann hier Gasola für 13.000 eben gekauft und 8k für Ramsey. Also ich will euch hier auch zeigen, wie viel das dann Eriksen genau, 8k eben gekauft, DV auch Erstbesitzer. Ich will euch einfach zeigen, Handanovic hatten wir ja auch gekauft, wie viel das jetzt kosten würde, wenn ihr das jetzt direkt macht. Und ja, wie gesagt, ich schlage euch vor, schaut einfach, dass ihr unter der Woche das schon alles so einkauft. Wartet vielleicht, wenn ihr noch könnt. Ihr müsst ja den Sané jetzt nicht in den nächsten 10 Minuten machen. Macht das gerne. Vielleicht gehen dann die Preise halt runter von den 84ern, 83ern und so weiter. Wartet also gerne noch. Und ja, jetzt haben wir den Verein, das Trikot. Hatten wir ja schon beim letzten Mal mit am Start, müssen wir also abstoßen. Sané kommt in den Verein und dann das Trikot einmal abstoßen für 0 Münzen. Und wie gesagt, ich lege euch sehr ans Herz, footbin.com kann ich euch mal unten auch in der Beschreibung markieren. Da geht ihr dann einfach auf SBCs und macht das Ganze dann. Hier haben wir jetzt die neuen Auserwählten, wo man jetzt wählen kann. Luke Shaw, Danny Rose und Gaia. Ja, und ich denke mal, Luke Shaw gewinnt. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wen ihr da als Favoriten habt. Für wen ihr sogar wählt, also die SBC, die man jetzt quasi als erstes macht, für den wählt man. Man kann aber alle drei, wie gesagt, machen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, ihr seht, also eigentlich braucht ihr da gar keine Hilfe von mir. Teamgesamtbewertung mindestens 77, Teamchemie auch nur eine 60 und 11 Spieler dabei. Also ich mache das immer so, um euch das hier auch mal zu zeigen. Ich gehe halt auf Aufsteigen, dann mache ich mal Gold rein. Schau mir, was habe ich hier als Untradables drin. Ja, und dann habe ich jetzt zum Beispiel hier Palacio einmal reingehauen. Die ganzen Special Cards will ich natürlich hier nicht verbrennen. Ja, und dann gehe ich hier die Goldkarten ab. Schaue natürlich, dass da ordentlich Chemie zusammenkommt. Und jetzt kann man hier zum Beispiel, ich meine, ich will jetzt hier nicht ganzen Seiten durchblättern, kann man natürlich dann noch ein bisschen besser filtern und dann zum Beispiel hier auf die Argentinier gehen. Schalten wir das mal direkt rein. Nationalität Argentinien. Ja, und dann seht ihr hier 76er, 77er, 78er habe ich alle am Start. Mal gucken, ob das hier alles so ausreicht. Packen wir die erstmal auf die Bank. Und dann, ja, ist das eine ganz einfache SBC. Auch sonst ist sie ja nicht teuer. Könnt ihr auch mal bei Footbin schauen, wie viel die so kaufen, wie viel die so kosten würde, wenn ihr alle kaufen müsst. Ich denke mal nicht viel. Und ja. Ihr seht, dann packe ich die halt so rein, möglichst in die richtigen Positionen, um natürlich die beste Chemie rauszuholen. Packen wir den Torwart noch in die Innenverteidigung, brauchen jetzt noch 4 Chemiepunkte und 3 Ratings insgesamt. Dann schauen wir mal hier, Verteidiger habe ich noch einen, 78er, der tut auf jeden Fall gut. Dann gehen wir nochmal ins Mittelfeld und dann packen wir hier einfach mal den, ja, 70 Team Chemie, 77er Bewertung, das passt perfekt.
Ganz easy, ganz leicht, könnt ihr gerne so nachmachen. Ich denke mal, es würde euch generell, wenn ihr die Spieler genauso nimmt, nicht viel kosten. Alles Erstbesitzer, wie gesagt, und dann haben wir hier Luke Shaw. Den wir da vielleicht für nächste Woche verbrennen in der Gewinner-SBC, mal schauen. Ja, und das, wie gesagt, für euch so als Tipp. Einmal halt diese Overall-Seite mit den ganzen Ratings, wie oft man ein Rating vertreten haben muss. Und dann seht ihr auch bei Daniels ebenfalls die gleichen Voraussetzungen. 77er Teamchemie, 77er Rating und Chemie von 60. Also ganz einfach. Und ja, würde ich sagen, kommen wir zum Ende des Videos. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten SBC. Auf dem Kanal findet ihr einige andere SBCs, Footies etc. pp. Also das alles mit am Start. Schaut einfach mal vorbei, schaut, was ihr so finden könnt. Und dann würde ich sagen, ja, lasst ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da, gebt Feedback. Und dann sehen wir uns bei der nächsten SBC. Euer Flo von Archie Gaming. Haut rein. Ciao, Leute.